rage their battle to destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers. I think we're outnumbered. Decepticons attack! They're gonna stomp us! Cowards! Object approaching. Rodimus, wake up! After Rodimus Prime and Grimlock are rescued from the Decepticons by Arcee and Springer, the Autobots realize that the Decepticons are now too weak to have kidnapped Ultra Magnus, Cup, and Spike. But if they didn't, who did? These guys sure know a lot about Cybertron and Transformers. It's as if they can read our minds. To find the answer, Rodimus Prime traveled deep within himself into the matrix of leadership and emerges with the incredible answer. Quintessons. Meanwhile, on the planet Quintessa, the evil Quintessons sentence Cup, Ultra Magnus, and Spike to death in the Sharktacon pit. As this happens, Galvatron emerges from the lava plasma of the planet Thrall to lead the Decepticons. Come, Decepticons! We have an empire to regain! The Autobots invade the planet Quintessa to save their friends from execution. Get in there and pull our guys out. Grab on! But the Quintessons would rather blow up their own home planet. I shall miss Quintessa. Than allow any Autobots to escape. Oder stecken wir in Schwierigkeiten? Wir stecken in Schwierigkeiten. Entspannt euch und genießt den Flug. Und außerdem, Galvatron, haben die Autobots zusammen mit den Menschen eine Raumbasis zur Verteidigung der Erde installiert. Eine Raumbasis für die Menschen? Das muss ich sehen. Sweet Mirach! Ich glaube, das Plasmabad hat Galvatron nicht gut getan. Es ist nicht deine Aufgabe zu denken, wo er befiehlt. Da müssen die Decepticons gehorchen. Durch das Raumtor! Ich habe unsere Flugbahn berechnet. Wir werden in ungefähr 200.000 Kilometern Entfernung auf ein Objekt stoßen. Was für ein Objekt? Ich weiß nicht genau. Es ist entweder ein Schiff oder ein Planet. Na, dann lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Also, und wenn ich sage da, dann meine ich links von der Venus zwischen Mars und Mond im Sonnensystem Erde. Und alles, was wir sahen auf der Fahrt, war nichts. Keine Kometen, keine Novas, rein gar nichts. Alarm, 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 Alarm. Was soll denn das jetzt schon wieder? Als ob ich nicht auch so schon genügend Probleme hätte, ohne das ewige Alarm, Alarm, Alarm. Dein Schiff ist zerknittert, jetzt bist du verbittert. Die Wahrscheinlichkeit, dass es defekt ist, liegt bei 1 zu 3 Trillionen 677.000. Und das ist eine Tatsache. Die Möglichkeit uns tot, dass Galvatron nicht tot? Nein, Wahrscheinlichkeit fast gleich 0, gleich 0, fast gleich 0. Dann sehe ich wohl Gespenster im Bildschirmfenster. Autobot Blur von Cybertron am Raumschiff Erde. Wir haben hier eine Störung im System und alles, was ich empfangen kann, ist Alarm, Alarm, Alarm. Ich meine, was soll denn das? Immer mit der Ruhe, Kamerad. Unsere Sensoren zeigen an, dass etwas aus dem Raumtor gekommen ist. Und wir wissen auch nicht, ob die unbekannten Flugobjekte feindlich sind. Also passt auf. Ich weiß viel, viel mehr. Sei es doch schon längst vorher. Galvatron, Galvatron, warum hast du mir denn nicht eher gesagt, dass du Galvatron gesehen hast? Keine Angst um mich, Tote schießen nicht. Oder etwa doch? Auf
Auf, Sweeps! Brecht eine Lanze für die Ehre der Decepticons! Sergeant Sullivan an Kommandozentrale. Angriff der Decepticons. Außenposten 1 zerstört. Du entkommst mir nicht! Oh, ich scheine was übersehen zu haben. Ein Autobot-Shuttle. Oh, das hole ich mir. Kannst du mir denn verraten, was wir jetzt machen sollen? Das sieht gar nicht gut aus im Moment. Wir müssen sie irgendwie abhängen. Und wie, du Genie? Wir fliegen rüber zum Jupiter und fliegen eine Schleife. Und wenn sie dann an uns vorbei sind, zischen wir in die Gegenrichtung ab. Plan hat keinen Zweck. Jupiter viel zu weit weg. Das weiß ich doch selbst, du Schlaumeier. Jedenfalls ist mit diesem Galvatron nicht gut Protonen essen und deshalb nichts wie weg von hier. Ihnen nach, Sweeps! Ich will Ihre Blechschädel als Andenken! Einen wunderschönen guten Morgen! Oh, da kommt ja eine Warnung! Schlechter Morgen! Autobots auf Gefechtsstation! Aber ein bisschen flott, meine Herren! Blaster von Metroplex ruft Mars! Mars, bitte melden! Hier spricht Captain Marissa Fairborn. Auf dem Schirm sehe ich ein Autobot-Shuttle, das von Decepticons verfolgt wird. Das ist Alarmstufe Rot. So schnell wie möglich eingreifen. Hals- und Beinbruch, Captain. Na dann mal los. Die Mühle auseinanderkracht. Willy sich aus dem Staube macht. Willy, warte! Na gut! Autobots, eure Reise ist zu Ende! Ich hab's gewusst! Gratuliere, du Schlaumeier! Hoffentlich weißt du auch, wie wir ohne Schiff jemals lebend die Erde erreichen sollen! The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Bravo, Galvatron! Das Ende dieser Autobots ist sicher! Sicher genügt mir nicht! Ich will ihre Köpfe haben, Cyclonus! Galvatron sehr mächtig, aber Willy niederträchtig. Mein Steuersystem ist getroffen. Galvatron, hilf mir! Beende dein Leben doch wie ein Mann. Ich verachte feige Memmen. Galvatron ans Telefon. Ich fürchte, die nehmen mich nicht ernst. Willy, wo bist du? Oh, hier bin ich, Willy. Der Sturm reißt mir fast die Flügel ab. Ja, mir auch. Gut, weiter. Das ist Musik. Die große Symphonie des Grauens und der Zerstörung. Da, das Auge des Orkans. Ein herrliches Gefühl, zu wissen, dass die Autobots und ihre Matrix endlich zerstört worden sind. Ich kann es gar nicht oft genug sehen.
Wir haben so lange auf diesen Tag gewartet, dass wir ihn feiern sollten, ausgiebig. Vielleicht ein kleines Kichern. Guter Einfall, lass uns kichern. Das darf nicht wahr sein. Sie leben. Sie leben? Und wir haben schon gekichert und geglaubt, wir wären sie jetzt endgültig los. Es muss uns etwas einfallen. Wir müssen endlich einen Weg finden, sie zu beseitigen. Für immer und ewig. Es gibt nur eine Möglichkeit. Das stimmt. Es ist ein großes Risiko, aber wir müssen uns verbünden. Und zwar mit den Decepticons. Ich habe ja schon eine Menge Planeten gesehen, aber das ist mir neu. Das ist kein Planet, das ist eine Zumutung. So ein Zeug habe ich früher unter meine Schulbank geklebt. Was ist denn noch viel schlimmer als der Tod? Das ist entwürdigend. Naja, es ist nicht gerade ein Ölbad. Aber in Anbetracht der Umstände könnte es schlimmer sein. Hast du eine Ahnung, was das ist? Jedenfalls nicht das Begrüßungskomitee. Ich sehe mal nach. Gut. Man kommt zwar ganz gut durch, aber irgendwie nicht raus aus dem Zeug. Ich finde, das Ding sieht ziemlich hungrig aus. Es macht hier sauber, wie so eine Art Riesenstaubsauger. Ja, und ich wette auch, es hält uns für Abfall. Meine ganze Stellung gerät außer Kontrolle. Oh, Bowie, alles ausfällt. Er das nicht mehr lange durchhält. Mächtiger Galvatron, wo sind die Köpfe der Autobots? Wo? Das ist doch egal! Sie sind jedenfalls tot! Bringt mich nach Char! Es ist wirklich das erste Mal, dass ich versuche, einen Müllschlucker zu erschießen! Feuer! Wartet! Ich versuche, uns hier rauszuziehen! Geht nicht! Mir gefällt sein Aussehen nicht. Das Ding bewegt sich auf Springer zu. Man kann ja nie wissen. Vielleicht will es mich einfach nur aus dem Schlamm rausziehen. Wir müssen ihm helfen. Kommt mit! Springer, geh aus seiner Reichweite! The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Oh nein, Springer! Springer! Rodimus, es will zu dir! Die Decepticons sind hungrig und deshalb leicht zu überzeugen. Und wir füttern sie, um sie noch hungriger zu machen. Decepticons, wir kommen in Frieden. Wir bieten euch Energonwürfel an. Die wollen ein Geschäft mit uns machen. Einer von uns muss rauf. Es ist doch egal, ob es mich da oben erwischt oder hier unten, weil meine Schaltkreise versagen. Bitte, macht ein
Ende schmerzlos. Wir sind nicht hier, um euch zu töten, sondern um euch einen interessanten Vorschlag zu machen. Swindle, ich glaube, dafür bist du zuständig. Mal sehen, ob wir ihm trauen können. Versuch einen von den Energonwürfeln. Sie werden uns aufs Wort gehorchen. Rodimus, lauf! Vergiss den ganzen Quatsch, den ich dir über Heldentum erzählt habe. Hau ab! Geschafft! Ich habe eine Menge mutiger Autobots eine Menge mutige Dinge tun sehen, aber so etwas noch nie. Ja, ich auch nicht. Aber dieses eine Mal reicht mir. Wie konntest du das nur tun? Du bist nie programmiert worden, dich aufzuopfern. Halt du dich da raus! Wir müssen vor allem eine Möglichkeit finden, hier wieder rauszukommen. Hört zu, was wir euch vorzuschlagen haben. Wir wären bereit, euch für alle Zeiten mit Energon zu versorgen. Ja, das klingt alles viel zu schön, um wahr zu sein. Naja, vielleicht ist ja was dran. Was sollen wir dafür tun? Eine Plage beseitigen. Zerstört die Autobots! Wollt ihr euch den Wahnsinn annehmen? Das tun wir sowieso. Wie stellt ihr euch einen Angriff auf Cybertron vor? Gegen ihre Verteidigungsanlagen kommen wir nicht an, egal wie viel Energon ihr uns gebt. Nein, die packen wir! Wir werden es uns zeigen! Nieder mit den Autobots! Wir löschen den ganzen Quadranten aus! Ihr sollt sie nicht auf Cybertron angreifen! Ja, ja! Ihr werdet sie überfallen, wenn sie am wenigsten damit rechnen! Ich weiß nicht. Irgendetwas stimmt da nicht. Ihr wollt noch etwas anderes. Ich kenne euch doch. Oder jedenfalls Typen wie euch. Wenn ich mich doch nur daran erinnern könnte. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Es ist unsere einzige Chance. Ja, das nehme ich auch. Stimmen wir ab. Wer dafür ist, hebt die Hand. Ja, ich. Wer ist dagegen? Ich. Vorschlag angenommen. Dann wollen wir keine Zeit mehr verlieren. Kommt mit auf unser Schiff. Ich wusste ja, dass Sie auf unseren Trick hereinfallen würden. Kein Wunder. Ihre Programme sind nicht halb so ausgereift wie die der Autobots. Soll das hier der Planet sein, auf dem ihr euch verkrochen habt? Ich sagte dir ja, es sind harte Zeiten für uns. Schon bald werde ich die Decepticons aus der Asche wieder ans Licht führen. Dieser Tag ist nicht mehr fern. Wo sind die anderen? Ja, das frage ich mich auch, mächtiger Galvatron. Galvatron! Blitzwing, mein Freund! Und dabei habe ich schon geglaubt, wir hätten dich verloren, Galvatron. Nein, ich lebe. Wo sind die anderen? Beim Feldzug gegen die Autobots. Ohne mich? Wer führt sie an? Seltsame Geschöpfe, sie heißen, Egal! Ich bin der Anführer der Decepticons. Ich und kein anderer. Cyclonus, Sweeps, Blitzwing. Wir holen die anderen zurück, vereinen die Decepticons und mein Imperium wird strahlen. Attacke! Fairborn an Metroplex. Kannst du mich empfangen, Blaster? Glasklar, mein Engel. Schalt den Bildschirm ein. Was geht's denn? Auf der Oberfläche des Jupitermondes Io sind metallische Objekte gesichtet worden.
Unsere Jungs vielleicht? Ich weiß es noch nicht. Ich fliege hin. Nehme Kurs auf Io. Ganz gut. Und wie hat unser Blur geruht? Ich denke, ich fühle mich ganz wohl, sobald man sich hier überhaupt wohlfühlen kann, wenn du verstehst, was ich meine. Ach, ganz schön fest sitzen wir beide hier jetzt. Und was sollen wir jetzt tun? Los, sag schon, was wir jetzt tun sollen. Was, sag! Na, unsere Freunde, sie kommen, mach dir da keine Sorgen. Wenn nicht schon heute, na dann vielleicht erst morgen. Vielleicht kann man das klebrige Zeug da abschalten. Abschalten? Ja, ich weiß, was er meint. Wenn wir das Kraftfeld abstellen, was das warm und klebrig hält, dann wird das spröde und wir kommen endlich hier raus. Vorsicht! Sie schießen auf uns! Wenn die Decepticons die Autobots zerstören, dann ist das bereits der erste Schritt zu ihrem eigenen Untergang. The Transformers will return after these messages.